Mein Name ist Ulrich Temps, geschäftsführender Gesellschafter der Temps GmbH Malereibetriebe. Und ich bin als Regionalbotschafter für das Land Brandenburg hier heute bei Ihnen. Die spannende Frage, warum man Regionalbotschafter geworden ist, ja, das ist, weil wir gerne unsere tolle Erfahrung teilen möchten mit anderen Menschen, mit anderen Unternehmungen, mit anderen Organisationen. Wir haben die tolle Erfahrung gemacht, dass wir die jungen Menschen, die zu uns gekommen sind nach Deutschland, sehr gut in die Unternehmen integrieren können, aufnehmen können und denen über diese Schiene eine Perspektive bieten können, ein selbstbestimmtes berufliches Leben hier in Deutschland aufzubauen. Es gibt viele Erfahrungen. Die allerbeste Erfahrung ist die, dass die jungen Menschen in der Regel eine unheimlich hohe Eigenmotivation haben. Es werden Ziele definiert, die werden gemeinsam abgeleitet und die Ziele werden dann wirklich ganz toll von den jungen Menschen verfolgt. Die gehen geradlinig geradeaus und suchen ihr Ziel und kommen dann auch sehr gut an. Die größte Herausforderung war sicherlich anfangs die Sprache. Aber wir haben zwei pensionierte Gymnasiallehrer bei uns in Teilzeit eingestellt und über diese Schiene wird die deutsche Sprache im Alltagsgeschehen, im Berufsalltag entsprechend eingeübt in dem Kontext. Und über diese Schiene haben wir sehr, sehr gute Fortschritte gemacht und haben die jungen Leute sehr schnell an die deutsche Sprache und insgesamt in das Unternehmen einführen können. Der Tipp ist ganz einfach, anfangen. Anfangen mit den Dingen, auf die jungen Menschen zugehen und man sollte sich sicherlich überlegen, welche Ressourcen man langfristig zur Verfügung stellen kann. Und wenn man das definiert hat, einfach loslegen. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, das ganze Thema ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man gar nichts falsch machen. Einfach loslaufen und die jungen Menschen mitnehmen, das ist es.